Hey Leute, willkommen zurück zu Sally Face. Es geht weiter im Apartmentgebäude. Robert? Ist Robert da? Oha. Ein bisschen creepy hier. Wer ist nochmal Robert? Es ist alles so lange her. Oh, du bist neu, Robert. Jo, was geht? Nee, jo, was ist los, Atze? Nicht so viel, nur ein typischer Tag. Das ist ganz schön schlecht, ha? Ja, wie geht's dir? Alles ist cool, Mann. Ich kann mich nicht beklagen. Ich kann das nicht so gut. Was macht das Geschäft? Das Geschäft ist großartig, weißt du? Was machst du denn eigentlich genau? Ich verkaufe Crack und Kokain, weißt du? Oh, haha, nee. Ich verarsche dich nur, Mann. Ist das da hinten... Gott, wie heißt das nochmal mit der Punk-Frisur und den Goldzähnen? Ist das nicht Green Day? Auf jeden Fall eine Punk-Band. Millencon war es auch nicht. Egal. Als ich gesehen habe, dass mein Opa gestorben ist, hat mich alles verlassen, wa? Habe ich alles geerbt, so. Oh, war er Millionär oder sowas? Nee. Nur hier noch Geld, um ein eigenes Geschäft zu starten, weißt du? Was? Auf jeden Fall habe ich mein Geld verdreifacht. Okay. Von da an ist es einfach nur immer weiter gewachsen. Jetzt muss ich fast nichts mehr tun, wa? Ich komme nur von der Zeit zu Zeit mal hin und guck mal, wie es so läuft und nehme irgendwelche Meetings wahr und so, weißt du? Das war's eigentlich schon. Das ist. Was? Das ist schon ganz schön hart, wa? 25 und fast schon in Rente, wa? Ich kann das nicht so gut. Sieht aus, als hätte sich deine harte Arbeit bezahlt gemacht. Das glaubst du aber, wa? Ich hab meinen Arsch hier abgearbeitet. Ich wünschte, mein Vater könnte sehen, was ich hier erreicht habe. Ich wette, er wäre so stolz auf dich, Mann. Das ist eine große Errungenschaft. Nicht viele Menschen können das von sich behaupten. Danke, Kleiner. Und was ist mit dem Safe? Okay. Ich vertraue den Banken nicht. Das sind alles nur große Firmen, wa? Warum vertraust du keiner großen Firma? Nun, weißt du, das ist was anderes. Das verrate ich nicht. Das gehört einfach mir? Ich weiß nicht. Ich meine, du könntest dir eine Wohnung überall leisten. Warum wohnst du in diesem dreckigen Apartment ohne Möbel und alles? Ich habe alles, was ich brauche hier. Für was brauche ich ein großes Haus mit irgendwelchen fancy Sachen gefüllt? Da kannst du deinen Scheiß nicht mal mitnehmen, wenn du stirbst, weißt du? Das ist nur extra Gewicht, was dich runterzieht. Du musst immer schön alles unten halten, weißt du? Irgendwo, dann kannst du gehen, wann immer und wo immer du willst. Nix hält mich zurück, weißt du? Ja, ich verstehe. Ich denke, das ist cool. Ich möchte eigentlich nicht ohne meinen Fernseher und meine Videospiele gehen. Haha. Naja. Das musst du selber wissen, Kumpel. Jeder ist anders. Okay. Komischer Kerl. Guck mal, was der für Bilder hier hat. Ach komm, wie heißt die nochmal? Wie heißen die nochmal hier oben? Ich weiß es nicht. Ich komme nicht drauf. Hier haben wir eine Punkband. Oh. Warum hält denn das nicht? Na gut, dann halt nicht. Boah, was für seltsame Bilder, der da hängen hat. Ja, zu Sals Ort, zu Sals Wohnung. Die Katze ist gar nicht da. Die dicke Katze. Irgendein Zettel. Sal, ich musste heute wieder arbeiten gehen. Ich werde spät nach Hause kommen. Ich habe dir was zu essen im Kühlschrank gelassen, falls du nicht mit Lisa und Larry essen solltest. Es tut mir leid, wenn ich in letzter Zeit nicht oft da war, aber vielleicht können wir dieses Wochenende ja was unternehmen. In Liebe, Dad. Oh. Naja. Das hat... Oh Gott. Gizmo, ich wusste nicht, dass du hier drin bist. Was zum Geier? Der badet. Der Hamster badet. Was ist mit dem Kater los? Das ist doch kein normales Haustier. Das ist doch irgendwas. Oh Gott. Edward Shufflehands. Edward mit den Shellhänden. Twine Parks. Oh, der Geisterdetektor. Super G-Boy. Cool. Haben wir den wieder. Was ist denn? Vampire Hunter B? Statt die? Ja, kennen wir schon. Eine Teetasse. Das leere Häferl für Allisons Tee. Ich muss es behalten, falls ich mehr davon brauche. Das Häferl.
Ja, ihr wisst ja, es ist ja noch nicht in Deutsch verfügbar. Oh. Das war aber noch in Deutsch. Ach, guck mal, da liegt noch ein Bild von Megan. Im Fernseher. Ob wir hier was finden? Ob hier welche Geister unterwegs sind? Ich würde echt gerne nochmal alles absuchen, so ziemlich, aber... Oder irgendwas? Oder liegt was unter dem Bett? Irgendwas liegt unter dem Bett. Das ist ein altes Foto von Mom. Ich dachte, Dad hätte es weggeworfen. Mom, ich vermisse dich. Hallo, ich hoffe, du ruhst in Frieden. Steht eine handgeschriebene Notiz hinten drauf. Henry, du bist mein Sonnenschein in der Dunkelheit. Ich kann nicht glauben, dass wir einen kleinen Jungen haben werden. Ich bin so unglaublich glücklich. Alles ist perfekt. Ich liebe dich immer, Diane. Oh nein. Arme Junge. Dads Computer ist an, aber ich weiß das Passwort nicht. Vielleicht kann ich es irgendwie rausfinden. Henry Fisher. Oder vielleicht auch nicht. Vielleicht kann ich es auch nicht rausfinden. Nicht ohne Anhaltspunkte zumindest. Ich wechsle immer so ein bisschen die Knöpfe hier. Weiß auch nicht. Ganz ehrlich, was ist, wenn die Katze ein Geist eingefahren ist und die in Wirklichkeit besessen ist mit einem Anwohner hier? Das kann doch nicht sein, dass eine Katze so drauf ist, oder? Die kann doch nicht einfach in der Badewanne liegen oder Fernsehen gucken den ganzen Tag. Aber vielleicht ist er ja auch ein bisschen seltsam. Vielleicht bist du ja ein Geist, Kumpel. Bist du? Nee. Oh, der hat echt ein Safe hier stehen. Also gerade in solchen Apartments hier finde ich das ein bisschen gefährlich, ehrlich gesagt. Die Tür wollten wir uns auch noch ansehen. Guck mal, ausgerechnet, hier ist keine Kamera. Niemand lebt hier. Das ist ein bisschen gruselig jetzt. Oh Gott, ja, nö, das ist gar nicht unheimlich. Oh, oh ja. Oh, sie wieder. Hallo, Sal. Hey, Mrs. Sanderson, wie geht's Ihnen? Ich versuche, mich beschäftigt zu halten. Ansonsten werde ich ja meinen Verstand verlieren. Ich denke, dass ich diese elenden Mauern niemals verlassen können werde. Aber Sie haben da noch irgendwas, einen Lichtpunkt oder irgendwas, ein Licht oder so? Ja, Lichtblick. Leider nein. Ich möchte nicht undankbar klingen. Aber es ist hier so viel erträglicher ohne diesen Dämon, der herumläuft. Es ist nur so. Aber es ist so unglaublich deprimierend. Es gibt keine Hoffnung. Es ist schwer zu erklären. Es tut mir leid, ich wünschte, ich könnte noch mehr helfen. Todd und ich haben viel nachgeforscht, aber... Warte mal, mein Lieber. Ja, ihr redet mit mir, okay. Ja, okay. Ich verstehe. Oh Gott, Entschuldigung. Sal, ich soll dir etwas geben. Wer hat mit Ihnen geredet? Ich entschuldige mich, mein Lieber. Ich muss jetzt gehen. Bitte pass auf dich auf. Aber... Was zum Geier? Ein Brief mit meinem Namen drauf. Hä? Er ist leer? Zum Geier. Warum ist der Briefumschlag leer? Das ist so unheimlich. Guck mal, dieser riesige Blutfleck hier. Von wem ist das bitte? Um genau zu sein, möchte ich, glaube ich, nicht so drüber nachdenken, von wem der Briefumschlag sein könnte. Ist wahrscheinlich eh nur was Abartiges. Hier noch was? Ich frag mich, ob das hier mit dem Schädel in Mrs. Packersons Schreibtisch zusammenhängt. Wahrscheinlich sogar, wer weiß. Tja, ich würde hier nicht rumlaufen. Nee. Nee, nee. Aber dieses ekelhafte Loch, da kommt Schleim raus. Ektoplasma vielleicht? Oder hängen irgendwelche Zettel an der Wand? Okay. Boah, es ist voll... Aha, ein Brief mit meinem Namen drauf. Lea, verpasse ich hier irgendwas, oder... Was denn hier? Warte mal. Das ist das dritte. Ich lese von hinten, ist ja egal. Frau und ihr Kind wurden von Aliens missbraucht. Aha. Muss eins von diesen
Scherzzeitschriften sein. Vorne drauf ist die Seite einer alten Zeitung. Vater und Sohn werden vermisst. Sie sind ohne Spur verschwunden und lassen eine Mutter alleine zurück. In dem, was einst ein glückliches Heim war für eine Familie. Eine alte Zeitung ist an die Wand geheftet. Da steht: Junge, der nicht am Leben sein sollte, hat einen Unfall überlebt, der beide seine Eltern getötet hatte. Okay, irgendwie geht es darum, dass immer einer überlebt. Jetzt ist es ja ein Rätsel für später, wer weiß. Geh nochmal. Nee, ich will ja gar nicht sein. Die Musik ist echt ein bisschen unheimlich. Nee. Was ist halt echt teilweise in Deutsch, das ist so lustig. Diese Hände. Ja, guck mal. Ist Megan hier? Hi, Sallyface. Hi, Megan. Hast du meinen Papa irgendwo gesehen? Nee, tut mir leid. Ich habe ihn nicht gesehen. Oh, vielleicht ist er an einen besseren Ort gegangen. Ich denke, das ist nicht so schlimm. Und jeder hier hat nicht so sehr Angst. Sogar Mami hat ein bisschen geredet. Das ist toll. Ich bin froh, dass sie endlich mit dir redet. Ich auch. Ja, ich hoffe, dass Daddy froh ist, egal wo er auch immer ist. Ich bin sicher, das ist er. Oh, ich habe vergessen. Mami hat mir gesagt, ich soll Verstecken spielen. Ich muss gehen, ich sehe dich später, Sally Boy. Ja, haha, okay, Megan. Ich sehe dich später. Hab viel Spaß. Ach. Megans Halskette. Obwohl sie nicht tragen kann, ist sie froh, dass sie in der Nähe ist. Ich wollte auch nicht in der Bude wohnen. Also... ist ja ein Hort der Geister hier. Oh, das ist ein Ouija-Brett. Oh. Es fühlt sich jetzt viel friedlicher, seit wir von diesen Dämonen losgeworden sind hier im Gebäude. Es fühlt sich viel friedlicher an. Sogar mit dem Ouija-Brett kommt Todd nie raus, wenn... kommt Megan nie raus, wenn Todd und Ash hier sind. Ich denke, sie ist einfach schüchtern, was Fremde angeht. Sie ist ein Geist. Ich meine, was soll hier passieren? Verschlossen. Dieses Stockwerk werden Renovierungsarbeiten vorgenommen. Zu ihrer eigenen Sicherheit suchen wir sie, den nächsten Ausgang aufzusuchen. Ja, sehr gerne. So, wir sollen uns ja im zweiten Stockwerk treffen, aber ich will jetzt mal ganz kurz alles absuchen. Aber nehme ich den Geisterdetektor. Vielleicht ist die Puppe ja ein Geist. Nee. Ich bin leider nicht vorbei. Ich mach nur kurz Inspektion, keine Sorge. Vielleicht ist Zack ja ein Geist? Nee. Aber hier ist bestimmt was los. Oh. Creepy, Leute. Creepy, creepy. Oh, ich hab's gewusst. Oh, noch ein Brief. Noch ein Brief mit meinem Namen drauf. Der ist auch leer. Sag mal, was geht hier vor sich? Warum sind überall Briefe mit seinem Namen drauf? Das ist bestimmt ein Geheimnis. Und wenn wir alle haben, dann erfahren wir erst die Botschaft. Bing. Ah, nichts. Ich kann auch nichts benutzen. Immer noch leer. Ich glaube nicht, dass sie sich jemals füllen wird. Wenn er mich fragt. Oh, die Mutter ist gerade. Hi, Sal, wie geht's dir heute? Mir geht's gut, wie geht's dir denn? Hat der Doktor nicht gesagt, du sollst es ruhig angehen lassen? Oh, mir geht's gut, Süßer. Mach dir keine Sorgen. Außerdem haben wir Probleme hier mit dem Abfluss. Mr. Addison hat genug, um das er sich kümmern muss. Ich kann nicht den ganzen Tag nur rumliegen. Gibt's etwas, das wir tun können? Oder kann ich irgendwie helfen? Ich weiß dein Angebot zu schätzen, aber das schaffe ich schon. Es ist wirklich kein Problem. Außerdem wird es mir gut tun, mich ein wenig zu bewegen. Wenn du so sagst. Naja, mach aber nicht zu viel, ja? Du musst, wenn du irgendwelche Hilfe brauchst, sag uns Bescheid. Na klar, Kumpel. Mach's gut, Sal. Danke. Oh Mann, die arme Mutter. Wir haben ja erst gedacht, dass sie stirbt. Weil das war so der Fluch hier im Haus. Und dann wäre Larrys Mutter, also dann wäre er ein Waisenkind. Leider. Aber hätte er nochmal Glück gehabt. Ich meine...
Trotzdem wird er bald sterben, das wissen wir ja auch leider. Das haben wir ja schon gesehen im letzten Kapitel. Ich glaube, ich habe ein bisschen Zeit, um zu spielen. Oh, das Spiel ist nicht da. Ach man. Oh, wie es hier aussieht, vor die Drecksbude. Was zum Geier? Okay, er hat ja einen guten Musikgeschmack. Ich würde das gerne ausmachen. Eine leere Leinwand. Wow. Tote Kartoffel. Dead Potato habe ich bekommen. Sieht aus, als würde Lisa von irgendjemandem Blumen bekommen. Da ist eine Notiz. Hoffentlich geht es dir bald besser. Ich wünsche dir das Beste, Henry. Okay. Oh, das ist nicht so cool mit der Musik, ehrlich gesagt, da ich die jetzt... Ist jetzt aus, ja. Ich kann nicht einfach ins Zimmer meines besten Freundes gehen und dann Musik anmachen und wieder abhauen. Das macht man nicht. Nicht mal unter besten Freunden. Oh, die alte Grusel-Lady. Mal sehen, ob sie wieder das... Ja. Oh Gott, was? Miss Rosenberg, hallo? Ist sie jetzt endgültig verschwunden? Miss Rosenberg, wo sind sie? Auf Wiedersehen, Rose. Ich habe das Gefühl, dass sie bereit dafür sind, egal wo auch immer. Ich hoffe, dass wo auch immer sie sind, sie glücklich sind. Da liegt ein Brief mit meinem Namen drauf. Seltsam, der Umschlag ist leer. Auf Wiedersehen, Rose. Aha. Ich finde das unheimlich, Mann. Warum? Was jetzt? Ich möchte Ihnen sagen, dass... wenn Sie jemanden brauchen, um zu reden, dann lassen Sie es mich wissen. Ich meine, Sie sind eine starke Frau, aber nur im Fall... was denkst du, was denkst du, wer ich bin? Irgend so ein hilfloses Wrack. Ich meine, okay, danke, Sal. Mir geht's gut. Mach dir keine Sorgen. Entschuldige mich. Wow. Was ist das für ein höflicher junger Mann? Das ist ja fast schon widerlich höflich. Ja, niemand lebt hier. Hier lebt halt echt kein Schwein mehr. Das ist unglaublich. Aber wo wohnt denn die Dame, also unsere Lehrerin, wo wohnt die denn jetzt? Die Hexe, ihr wisst schon. Ich hole später Dads Mail. Ich will nicht immer mit ihm reden. Wir gehen mal in die zweite und dann... Das war jetzt ein kleiner Exkurs hier. Aber voll unheimlich alles. Jemand lebt hier. Das ist echt schlimm. Ein aussterbendes Apartmentgebäude. Hier war der verrückte Sammler, ihr wisst ja noch, ne? Haben wir jetzt da vielleicht einen Geist? Ach, gut, zum Glück nicht. Ich finde den ein bisschen... Ah. Ah, das stinkt aber. Ich gehe da nicht rein. Warum nicht, Sir? Irgendwo muss ja noch ein Brief sein für uns, oder? Irgendwo muss ein Brief sein. Todd. Knock. Jemand zu Hause. Gibt's doch nicht. Irgendwo muss doch noch was sein. Das bei seinen Eltern irgendwo. Erster könnte sehr unheimlich sein. Also. Und vielleicht auch sogar tatkräftig hier Leute töten, wer weiß. Ich glaube, die sind ganz entspannt vom Pfeife rauchen, ne? Ja. Schlossen. Doch immer zu, oder? Das Zimmer. Na gut, dann. Bist du bereit? Na klar. Ich habe die Sicherheitskameras... ich habe mich in die Sicherheitskameras reingehackt. Und wir können
ja, so ein Loop veranstalten hier, also reinspielen in die Kameras, dass man nicht sieht, wenn ihr da irgendwo reingeht. Seid vorsichtig. Na gut, das ist ein cleverer Junge. Der hat einfach mal hier ein... Ja, aber ob man das nicht merkt, wer weiß. Hab's. Gut, okay, wir sollten schnell reingehen, bevor sie zurückkommt. Ach, da ist sie ja, die 201 war's. Unsere Lehrerin. Achtung. Na, Mann, es riecht hier wie ein Arsch. Und wie Arsch und alte Füße. Oh, gute Güte, wir sollten uns lieber beeilen. Ich halte diesen Gestank nicht lange aus. Schau dir mal das Bild an, Mann. Wenn Packerton... Was ist, wenn Packerton wirklich nur auf einer Farm arbeitet? Ich weiß nicht, das Gefühl, das Bild gibt mir ein seltsames Gefühl. Wie ein kalter Windhauch in meinem Nacken. Ja, ich weiß, Mann, ich fühl's auch. Lass uns mal umsehen. Oh je. Das alte Radio geht nicht an, muss kaputt sein. Ja, wie gut, dass ich hier meinen Geistermeter dabei habe. Es gibt zwei Schlafzimmer, es ist verschlossen. Hm. Die Uhr steht auf 3.14 Uhr. Wenn ich sie versuche zu bewegen, dann geht sie einfach nur zurück. Auch verschlossen. Irgendein seltsamer Mechanismus unter dem Türknauf. Aha. Was hast du denn da, Larry? Oh. Freezer? Das ist doch kein Freezer. Hier. Da ist ganz viel Bologna drin. Zusammen mit gefrorenem Gemüse und anderem Essen. Nichts wirklich Seltsames. Geht doch nicht mit ihm. Ich gehe erstmal hier ins Badezimmer. Boah, wie sieht es denn hier aus? Wann hat sie das letzte Mal das Badezimmer sauber gemacht? Das ist ja widerlich. Da ist ein alter Baumstamm drin. Ein alter Kackehaufen wahrscheinlich. Was? Windeln? Eine große Packung Windeln. Glaubst du, Mrs. Packerton nutzt sie selbst? Wahrscheinlich, Mann. Packerton ist irgendwie rückständig. Ich weiß ja auch nicht. Ja gut. Das ist ja komisch. Irgendwas muss hier los sein. Irgendwas Seltsames im Kühlschrank? Nein, Mann. Sieht aus wie irgendwelches Zeug. Außerdem, über dem Gefrierfach ist aber ein Schloss. Kannst du es aufkriegen? Ja, Mann, gib mir nur eine Minute. Schon auf? Noch nicht. Okay, dann gehe ich mal ein bisschen die Kacke bewundern. Ach. Was? Oh, jetzt auf. Hab's. Da bin ich mal gespannt. Okay, lass mal öffnen das Ding. Okay. Ich hab's gewusst, Mann. 1047. Das sind Ziegen. Und ich hab's schon gesagt, Mann. Außerdem, ekelhaft. Ich glaube nicht, dass es so einfach ist. Lass uns mal sehen, ob wir irgendwie in die Schlafzimmer reinkommen. Alles klar. Oh, ist das widerlich. 1047. Gut, aber Leute, ich würde sagen, das machen wir nächstes Mal. Das ist ja ein bisschen ungeil. Oh, jetzt ist ja noch Blut. Oh, und ein Geist. Aber wie gesagt, nächstes Mal. Ich danke euch fürs Zusehen. Wäre schön, wenn ihr mir ein Like da lasst. Und wieder einschaltet zu Sally Face. Ich habe keine Stimme mehr. Ciao.